Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und was das für die Finanzwelt bedeutet. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute sprechen wir über den Wettstreit der KI-Unternehmen in Europa. Welches Modell ist denn eigentlich besser? Das bekannte deutsche Aleph Alpha oder das junge französische Mistral? Außerdem berichten wir von einem neuen Vorstoß der Grünen, die künftig die Regeln für die Werbung von Influencern verschärfen wollen. Heute ist Montag, der 11. März und ich bin Solveig Gode. Hey ChatGPT, schreib mir einen Einstieg für eine Podcast-Folge über den Wettkampf zwischen zwei europäischen KI-Startups, Mistral aus Frankreich und Aleph Alpha aus Deutschland. Willkommen zu einer neuen Episode. Heute werfen wir einen Blick auf den fesselnden Wettkampf zwischen zwei europäischen KI-Schwergewichten, Mistral aus Frankreich und Aleph Alpha aus Deutschland. Diese Startups haben die KI-Branche im Sturm erobert und wir erkunden ihre bahnbrechenden Innovationen, einzigartigen Ansätze und die sich entwickelnde Dynamik dieses packenden Wettstreits. Bestimmt haben Sie auch schon das ein oder andere Mal mit Chatbots wie ChatGPT herumexperimentiert, so wie ich hier gerade. Seitdem das US-Unternehmen OpenAI mit ChatGPT auf den Markt gekommen ist, reißt der Hype um diese Large Language Models, wie die heißen, nicht mehr ab. Aber auch in Europa haben wir erfolgsversprechende Wettbewerber. Vielleicht haben Sie ja schon mal von dem deutschen Unternehmen Aleph Alpha gehört. Das ist 2019 mit einem ähnlichen KI-Modell auf den Markt gekommen. Die Heidelberger haben zuletzt aber auch einen großen Konkurrenten bekommen, Mistral aus Frankreich. Das Startup aus Paris hat gerade im Februar seine neue KI vorgestellt, die teilweise sogar besser sein soll als das bekannte ChatGPT. Wer von den beiden europäischen Anwärtern das KI-Rennen künftig gewinnen könnte, das hören Sie heute in unserem Schwerpunktthema im hinteren Teil der Folge. Ach ja, und heute sollten Sie auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, da wartet nämlich eine kleine Mitmachaktion auf Sie und es gibt was Tolles zu gewinnen. Außerdem sprechen wir heute im Podcast über sogenannte Finfluencer, also Influencer, die mit der Werbung für Finanzprodukte im Netz ganz schön viel Geld verdienen. Und weil da immer mehr Nutzer auf falsche Versprechen und Betrüger hereinfallen, wollen Verbraucherschützer von den Grünen das jetzt ändern. Sie wollen das Werbegeschäft der Influencer einschränken, unter anderem eben für diese Finanzprodukte. Das geht aus einem bisher unveröffentlichten Positionspapier an die EU-Kommission hervor, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Dazu spreche ich später mit meinem Kollegen aus Berlin, Dietmar Neuerer. Aber erstmal starten wir zu Beginn dieser Folge wie immer mit dem Marktbericht und einem Blick auf die Börsen. Heute zusammen mit Finanzredakteurin Judith Henke aus Frankfurt. Hallo Judith. Hallo Solveig. Heute ist der DAX nach längerer Zeit doch mal wieder leicht im Minus. Was ist denn da los heute? Ja, die Rekordjagd ist wohl entweder auf Pausetaste oder es könnte auch eine Korrektur einsetzen. Das ist jetzt die große Frage. Also für die Verschnaufpause sprechen die Ergebnisse der Sentiment-Umfrage in der Börse Frankfurt. Demnach haben wohl viele Kaufwillige den Einstieg in die Rallye verpasst und jetzt warten die natürlich auf Rücksetzer. Technisch gesehen gilt der DAX aber als überkauft. Das würde wiederum für eine Korrektur sprechen. Aber wohin die Richtung genau geht, zumindest diese Woche, das könnte sich am Dienstag entscheiden. Da wird die US-Inflationsrate veröffentlicht. Erwartet wird eine Inflationsrate von 3,1%. Dass die Fed also noch diesen März die Zinsen senken wird, das ist mehr als unwahrscheinlich. Derzeit rechnet der Markt mit Juni-Zinssenkung, deshalb rede ich darüber, die können den Aktienmarkt weiter ankurbeln. Die Fed, also die US-Notenbank. Zinssenkungen wären ja tatsächlich auch gut für den Goldpreis. Letzte Woche war ja die große Goldrallye, haben wir ja alle beobachtet, auch hier im Podcast. Da hat Gold viermal in Folge ein Allzeithoch geknackt. Wie geht's denn da heute weiter? Ja, ich schaue ständig ängstlich auf unser Datentool, aber nein, bisher wurde noch kein fünftes Mal ein Rekord geknackt. Wer weiß, vielleicht passiert das heute Abend noch. Also ausnahmsweise bis jetzt ein entspannter Tag für mich. Ich hatte letzte Woche die Goldrallye ziemlich genau beobachtet und war auch erstmal ein wenig ratlos, weil eigentlich gelten ja die Zinserwartungen als Treiber für den Goldpreis, weil hohe Zinsen schlecht für Gold sind, das ja eben keine laufenden Erträge abwirft.
Und letzte Woche hat sich eben an den Zinswendeerwartungen nichts verändert. Also saß ich da und dachte nach, woran kann es liegen, dass jetzt Gold auf Rekordjagd ist? Ich habe da mit mehreren Analysten gesprochen, telefoniert, geschrieben. Und ja, das Ergebnis ist, dass der Grund, warum Gold schon seit Anfang des Jahres fast durchgängig über 2000 Dollar pro Unze war, das ist ein enorm hoher Preis, sind die Zentralbankkäufe. Die sind seit 2 Jahren auf einem so hohen Niveau, dass sie mittlerweile auch die Preise mit beeinflussen, was eben davor nicht der Fall war. Und auch aus China gibt es eine riesige Nachfrage. Aber was eben kurzfristig die Preise nach oben getrieben hatte, war der Terminmarkt. Dort wetteten unzählige Fondsmanager auf steigende Preise. Das zeigen auch die Daten, die die Aufsichtsbehörde CFTC veröffentlicht hat am Freitagabend. Die Long-Positionen, also die Wetten auf steigende Preise, sind unterm Strich in der vergangenen Woche, also bis zum 5. März, um mehr als 92% gestiegen. Das ist der stärkste prozentuale Anstieg seit dem 10. Oktober, also kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Du hast dazu ja auch ein großes Stück geschrieben. Das ist heute im Handelsblatt Print erschienen. Das können Sie natürlich auch digital nochmal nachlesen. Ich verlinke Ihnen das bei uns in den Shownotes, falls Sie da noch mehr wissen wollen. Kommen wir jetzt aber von Gold zu Betongold. Diese Woche stellen ja die großen deutschen Immobilienkonzerne ihre Jahresbilanzen vor. Heute unter anderem LEG. Wie kamen denn diese Immobilienunternehmen da zuletzt durch die Krise? Ja, das ist natürlich die Frage. Also heute hat ja, wie du sagtest, LEG Immobilien seine Zahlen präsentiert und unterm Strich steht ein Verlust von rund 1,5 Milliarden Euro, hauptsächlich wegen Abschreibungen auf den Immobilienbestand. Aber immerhin operativ liefen die Geschäfte nach Plan. Es gibt da so eine wesentliche Gewinnkennziffer, die AFFO, die stellt den frei verfügbaren Cashflow dar und diese Gewinnkennziffer wuchs um mehr als 66%. Und die LEG schaut auch mit Optimismus in die Zukunft, wobei man sagen muss, die LEG hat als Geschäftsmodell vor allem bezahlbares Wohnen, also Zielgruppe Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen. Und in diesem Segment war der Preisdruck auch deutlich geringer als in anderen Segmenten, zum Beispiel an den demografisch und wirtschaftlich starken Standorten. Im Laufe der Woche folgen noch weitere Zahlen. Am Freitag präsentiert zum Beispiel Vonovia seine Jahresbilanz. Was für alle der Immobilienunternehmen gilt, bei der Refinanzierung, da bleiben die Herausforderungen groß. Die deutlich gestiegenen Zinsen belasten die Immobilienkonzerne sehr, die ja stark von diesen Fremdfinanzierungsquoten abhängig sind. Ja, das haben wir ja auch bei Benko gesehen und bei der Signa. Und zum Abschluss schauen wir vielleicht nochmal in die USA. Da geht ja jetzt die Internetplattform Reddit an die Börse. Das habe ich mit Spannung beobachtet. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich muss zugeben, ich mag Reddit ziemlich gerne. Ich finde, da ist weniger Selbstdarstellung als auf Instagram oder LinkedIn und weniger Spam und weniger Shitstorms als auf Twitter. Man hat da einfach verschiedene Foren zu Interessensgebieten, kann da seine Themen setzen und dazu diskutieren. Wirklich ganz gleich, welches Thema. Und ja, das kommt offenbar auch gut an. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von Reddit um 20% auf 804 Millionen Dollar. Dabei stand aber unterm Strich noch ein Verlust von 91 Millionen Dollar. Allerdings ist der deutlich geringer als der Verlust vom Jahr davor. Das waren noch 159 Millionen Dollar. Nun will Reddit mit seinem IPO bis zu 748 Millionen Dollar einsammeln. Das wäre dann einer der größten US-Börsengänge in diesem Jahr. Und insgesamt sollen rund 22 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 31 bis 34 Dollar an den Markt kommen. Das Unternehmen wäre dann somit mit bis zu 6,5 Milliarden Dollar bewertet. Wow, das ist natürlich eine ganz schöne Summe. Vielen Dank für deine Einschätzung heute, Judith. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls, danke. Noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageempfehlung. Die Inhalte dienen lediglich Ihrer Information. Für mögliche Verluste übernehmen wir keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Vor einem Jahr habe ich angefangen mit dem Trading und jetzt schaue mich an, jetzt fahre ich in Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Geil, Mann! Geil, 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 geil! Wenn Sie sich wie ich in den sozialen Netzwerken wie Instagram oder YouTube ab und an mal aufhalten, haben Sie wahrscheinlich schon mal so eine Werbung gesehen. Ein sogenannter Finfluencer, also ein Influencer, der Ihnen Finanzprodukte oder Finanzcoachings verkaufen will oder eben Werbung für Sie macht. Und das alles, das geht ganz schnell und ganz leicht. Man muss eben nur in die Gruppe kommen. Nicht selten fallen unwissende Verbraucher diesen verlockenden Angeboten zum Opfer. Diese gefährliche Werbung wollen die Grünen nun stark beschränken. Das geht aus einem bisher unveröffentlichten Positionspapier der Bundestagsfraktionen mit Empfehlungen an die EU-Kommission hervor. Handelsblatt-Politikkorrespondent Dietmar Neuerer ist vor Veröffentlichung am Dienstag an dieses Papier gelangt. Er ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet und erzählt, was in diesem Papier steht und wie sie Verbraucher künftig schützen wollen. Hallo Dietmar. Hallo Solveig. Worum geht's in diesem Papier? Also das ist eine Art Positionspapier der Grünen Bundestagsfraktion mit Empfehlungen an die EU-Kommission. Das Papier spiegelt mehr oder weniger wider, was sich die Grünen unter einem Verbraucherschutz der Zukunft vorstellen. Vor allem mit Blick darauf, dass der Verbraucheralltag immer digitaler wird. Der konkrete Anlass für dieses 10-Punkte-Papier ist die Europawahl im Juni. Danach wird ja die neue EU-Kommission eine Verbraucheragenda für die Zeit bis 2030 präsentieren. Und genau deshalb wurde das Papier erstellt, um sozusagen mit an der Debatte schon mal teilzunehmen und frühzeitig den Handlungsbedarf auf verschiedenen Politikfeldern zu markieren. Die Federführung bei diesem Papier hatten jetzt in der Fraktion die beiden für die Themen Digitales und Verbraucherpolitik zuständigen Abgeordneten Tabia Rösner und Linda Heidmann. Und vorgestellt wird das Papier am Dienstagabend in Berlin im Europäischen Haus. Da wird dann auch die Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke dabei sein. Und geladen sind auch die oberste Verbraucherschützerin Ramona Popp und der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Was steht denn da genau drin in diesem Positionspapier? Was fordern die grünen Politikerinnen da unter anderem? Also es steht relativ viel drin. Es sind, wie gesagt, 10 Punkte. Das Papier ist mehr oder weniger ein grundsätzlicher Ritt durch die ganze EU-Verbraucherpolitik. Es geht da um allgemeine Fragen, zum Beispiel darum, ob das aktuelle Verbraucherbild noch zeitgemäß ist oder wie sozial gerecht die derzeitige Verbraucherpolitik in Europa ist. Also ob es zum Beispiel in Zukunft eine gezieltere Verbraucherpolitik braucht für bestimmte Verbrauchergruppen, zum Beispiel Jugendliche oder ältere Menschen. Aber es tauchen in dem Papier auch Themen auf, wo die Grünen sich strengere Vorschriften vorstellen können oder wo sie strengere Vorschriften für notwendig halten. Und ein Punkt sind die sogenannten Influencer. Hier sind die Grünen dafür, dass man ein europaweites Werbeverbot erlässt für bestimmte Produkte. Also da geht es um Influencer-Marketing im Internet. Und den Grünen geht es einfach darum, Verbraucher besser vor unseriösen Praktiken im Netz zu schützen. Und sie stellen sich ganz konkret vor, um einen rechtlichen Flickenteppich in Europa zu vermeiden, dass man diese unterschiedlichen Regulierungen, die es im EU-Binnenmarkt gibt, dass die harmonisiert werden. Und aufsetzen könnte man das zum Beispiel im bereits bestehenden europäischen Gesetz über digitale Dienste. Das ist der sogenannte Digital Services Act. Der gilt seit vergangenem Jahr. Und in dem Papier selber, in dem Positionspapier der Grünen, benennen jetzt die beiden Abgeordneten, die beiden Damen ganz konkret
Finanz- und medizinische Produkte, für die die Influencer nicht mehr werben sollen. Außerdem soll es ein Werbeverbot für Glücksspiel und ungesunde Lebensmittel geben. Mhm. Ungesunde Lebensmittel, also was kann ich mir darunter vorstellen? Heißt das jetzt, Influencer dürfen künftig auch nicht mehr zum Beispiel für sehr zuckerhaltige Softdrinks werben? Das kann es bedeuten. Das Papier ist da ganz unkonkret und nennt keine Beispiele. Die grünen Politikerin Rösner, mit der ich gesprochen habe, die verweist auf Studien, die gezeigt hätten, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr direkt von Werbung im Internet beeinflusst werden und sie dann genau das essen wollen und auch trinken wollen, was ihre Vorbilder, also Influencer, im Netz konsumieren. Und das sind dann oder können mitunter auch ungesunde oder besonders zuckerhaltige Lebensmittel sein oder Junkfood. Und in die Richtung bewegt sich das, was Sie Ihnen vorstellen, wenn es um ein Verbot geht. Mhm. Spannender finde ich natürlich diese ganzen Finanzinfluencer, die du da auch schon angesprochen hast. Also es sollen künftig finanz- und medizinische Produkte in der Werbung auch verboten werden. Ich glaube, wir alle haben schon mal, wenn man auf Instagram zum Beispiel unterwegs ist, eine Werbung angezeigt bekommen von einem hauptsächlich ja meistens jungen Mann vor einem dicken Auto, vor einer dicken Villa in Thailand zum Beispiel, der mir verspricht, ich kann innerhalb von wenigen Wochen reich werden, wenn ich nur seinem Kurs folge und lerne, wie man mit hochriskanten Trading-Sachen zum Beispiel reich wird. Unter anderem Forex-Trading wird da auch sehr stark beworben. Warum wollen die Grünen das verbieten? Gab es da viele Fälle von Betrug? Also es gibt keine Zahlen zu dem Thema. Die Grünen sind halt der Ansicht, dass sich viele Leute von Influencern verleiten lassen, riskante Finanzprodukte zu kaufen. Und sie sind dann der Ansicht, dass dadurch viele geschädigt werden können, wenn sie dann in die Falle fragwürdiger Empfehlungen tappen. Das ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Die Finanzaufsicht BaFin hat auch schon Privatanleger vor Risiken bei Anlagetipps in sozialen Medien gewarnt. Und die sehen auch sehr kritisch das, was Influencer machen, wenn sie sich zu Finanzprodukten äußern, weil sie halt festgestellt haben, dass da viele Akteure unterwegs sind, die sich nicht wirklich genug mit dem auskennen, was sie da empfehlen. Die Influencer suggerieren aber ihren Followern eben genau das Gegenteil und setzen damit auch auf deren Sorge oder Angst, möglicherweise einen Trend zu verpassen. Das kann dann halt in letzter Konsequenz dazu führen, dass die Follower, die User, die meinen dann von einem Produkt überzeugt worden zu sein, dass sie dann kaufen, mit dem Risiko, dass am Ende für sie ein Totalverlust dasteht. Also das ist nicht ausgeschlossen. Konkrete Zahlen zu Betrugsfällen, also zu der ganzen Thematik gibt es allerdings nicht. Trotzdem sagt die BaFin ganz klar, die Anleger müssen genau gucken, was sie da tun. Wenn sie auf Tipps gucken von Influencern, müssen die Seriosität überprüfen. Also man sollte sich zum Beispiel nicht von der Zahl der Follower der Influencer blenden lassen und auch immer wissen, dass scheinbar positive Kommentare oder Hinweise auf vermeintliche Anlageerfolge auch komplett frei erfunden sein können. Werden solche Werbungen insbesondere für riskante Finanzprodukte denn bislang gar nicht kontrolliert oder reguliert? Doch, es gibt eine Regulierung. Also auch in Deutschland gibt es eine Regulierung. Da geht es um Kennzeichnungspflichten. In Deutschland wurde das 2021 noch einmal im Gesetz klargestellt, dass eben für Influencer eine Kennzeichnungspflicht besteht, wenn sie für ein Posting, der quasi wie Werbung wirkt, eine Gegenleistung erhalten oder mit speziellen Links arbeiten. Es gibt ja diese Werbelinks, mit denen... Affiliate-Links, ja. Genau, mit denen die Influencer pro Klick Geld verdienen. Das Problem ist nur, dass diese Kennzeichnungspflicht nicht wirklich funktioniert. Jetzt erst vor kurzem haben Frau Bauchschützer und die EU-Kommission eine Untersuchung vorgestellt, die hat ergeben, dass fast 4 von 5 Influencern Werbung auf ihren Kanälen nicht eindeutig kenntlich machen. Und außerdem, das war auch ein Ergebnis dieser Untersuchung, würden 78% der untersuchten Influencer eine gewerbliche Tätigkeit ausführen, aber nur 36% haben sich dafür auf nationaler Ebene als Händler registriert. Wie machen das denn andere europäische Länder? Wie gehen die damit um? Sind da die Regeln anders? Also Frankreich
ist da im letzten Jahr vorangegangen und da gilt seitdem ein Gesetz, das die Influencer-Marketing-Branche deutlich strenger reguliert als in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Influencer dürfen dort ihren Followern unter anderem nicht mehr Nikotin, Heilmittel, Kryptowährungen und Investitionsangebote oder Wetten und Glücksspiele empfehlen. Und das wird dann auch hart sanktioniert, wenn dagegen verstoßen wird, mit bis zu 2 Jahren Haft und Geldstrafen von bis zu 300.000 Euro. Wow. Wenn Frankreich jetzt so ein hartes Gesetz erlässt, dann gehe ich eben ins Ausland und mache da meinen Job weiter als Influencer. Das wird aber nicht funktionieren. Denn auch die Flucht ins Ausland schützt zumindest französische Influencer nicht vor Strafverfolgung. Die müssen dann einen gesetzlichen Stellvertreter in der Europäischen Union benennen, wenn sie sich außerhalb von Europa aufhalten. Außerdem sind sie verpflichtet, eine EU-Haftpflichtversicherung abzuschließen, um potenzielle Opfer entschädigen zu können. In Frankreich ist es also deutlich strenger. Müssen sich jetzt auch Finfluencer in Deutschland künftig mehr in Acht nehmen? Könnte man vermuten. Man muss abwarten, wie die Debatte läuft, ob es dann wirklich dazu kommt. Wir wissen ja aus Erfahrung, dass europäische Gesetzgebung mitunter sehr, sehr lange dauern kann. Das stimmt. Vielen Dank für das kurzweilige Gespräch, Dietmar. Ja, bitteschön. Kommen wir jetzt zu dem Wettkampf zwischen 2 europäischen KI-Startups. Mistral aus Frankreich und Aleph Alpha aus Deutschland. Wer macht künftig das Rennen in Europa? Die KI-Reporterin Luisa Bohmke und Larissa Holzki haben die beiden Unternehmen unter die Lupe genommen und in 5 Kategorien miteinander verglichen. Ich habe mir jetzt beide ins Studio eingeladen. Hallo Larissa, hallo Luisa. Hi, hallo Solvay. Schön, dass ihr da seid. Fangen wir doch mal am besten gleich von vorne an. Was genau bietet denn jetzt eigentlich dieser französische Herausforderer Mistral an? Und was bietet das deutsche Aleph Alpha an? Wie unterscheiden sich die Angebote voneinander? Ja, es ist gut, dass wir so anfangen können, denn auf den ersten Blick sieht es sehr ähnlich aus. Also beide Unternehmen entwickeln große Sprachmodelle. Das ist grundsätzlich die Technologie, die jetzt schon jeder aus ChatGPT kennt. Man darf es aber nicht damit verwechseln. Also es geht nicht darum, dass beide Unternehmen Chatbots entwickeln, sondern es geht eben darum, diese zugrunde liegende Technologie, die erkennen kann, was will der Mensch, der in natürlicher Sprache einen Satz formuliert, eine Frage stellt, was will der und wie kann ich das beantworten? Also selbst wieder eine Antwort in menschlicher Sprache zu generieren. Und wichtig ist immer dabei zu verstehen, das ist kein echtes Verständnis, was da in der Technologie drinsteht, sondern das ist eine Wahrscheinlichkeit. Was ist wahrscheinlich die beste Antwort auf diese Frage? Welches Wort müsste in diesem Text, den ich generiere, am wahrscheinlichsten aufeinander folgen? Genau, und da kann man jetzt erstmal so sagen, das ist eine ganz, ganz wichtige Anwendung für Unternehmen. Die können das zum Beispiel nutzen, um Chatbots zu entwickeln, wiederum für ihre Kunden, für ihre Mitarbeiter, aber auch um das interne Wissensmanagement neu aufzustellen. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass es Intranets gibt, in denen man sich nicht gut zurechtfindet, wenn man dann irgendwie rausfinden will, wie war das nochmal mit unserer Reisekostenrichtlinie oder so. Und dann kann man jetzt fragen, ne, welche Richtlinien gibt's da und so weiter und bekommt einfach in einem klar formulierten Satz die Antwort, die man gesucht hat. Genau, und Aleph Alpha hat schon relativ früh damit angefangen, diese Technologie zu entwickeln. Die wurden 2019 gegründet, also da kannten die meisten von uns, glaube ich, OpenAI noch nicht und ChatGPT war noch nicht am Markt und Mistral ist relativ spät erst auf den Zug aufgesprungen. Die sind jetzt seit Mai letzten Jahres dabei. Wahnsinn, das ist ja unglaublich schnell und in der Zeit haben sie das auch erst entwickelt oder weiß man, wie lange die daran schon gearbeitet haben? Also es ist eigentlich so, dass die im Mai bzw. im April gegründet wurden. Es gab vorher schon Gerüchte, sag ich mal, dass da ein neues Startup entsteht. Richtig auf die Bühne getreten sind sie dann eben im Mai oder mit ihrer Finanzierungsrunde im Juni. Aber die drei sind auch keine Unbekannten. Also das sind 3 Gründer. Arthur ist der CEO und der war zum Beispiel bei Google DeepMind vorher und hat da eben an
KI geforscht und an der KI-Entwicklung. DeepMind ist Googles KI-Sparte quasi. Genau. Und auch seine beiden Co-Gründer waren vorher bei Meta und haben da die Llama-Sprachmodelle entwickelt. Also sie sind schon lange sehr tief im Thema gewesen. Sag nochmal ganz kurz, was die Llama-Sprachmodelle sind und wie heißt Arthur eigentlich mit Nachnamen? Arthur heißt Arthur Mensch. Er ist 31 Jahre alt und genau, war vorher bei Google DeepMind. Genau. Und die Meta-Sprachmodelle, also vom Facebook-Konzern, auch der Facebook-Konzern entwickelt Sprachmodelle wie eben Aleph Alpha oder Mistral. Und das Besondere bei den Llama-Modellen ist eben, dass sie Open Source sind. Also die Entwickler können die Modellarchitektur sehen und können eben auch selbst die Modellarchitektur verändern und eigene Anwendungen eben bauen. Also ich könnte jetzt rein hypothetisch, ich hätte dieses technische Verständnis, ja, könnte ich auf dieses erste Modell von Mistral über diesen Open Source Code zugreifen. Genau, die ersten Modelle von Mistral waren zum Beispiel auch Open Source, richtig. Also als Entwickler kannst du eben auf die Modellarchitektur zugreifen und eben verändern, feintunen, also verbessern bzw. anpassen auf deine Bedürfnisse, auf deine Daten. Genau, und das war eben bei Mistral möglich, ist bei Llama noch möglich. Und Mistral hat jetzt vor einem knappen Monat ein neues Modell, beziehungsweise vor 2 Wochen ein neues Modell rausgebracht. Und Mistral Large, das ist eben das erste geschlossene Modell. Das, so nennen das Entwickler, wenn man eben die Modellarchitektur nicht sehen kann und nur über eine Schnittstelle, API nennen das Entwickler und genau Unternehmen, eben über eine API auf das Modell zugreifen können und es quasi direkt anstecken können, quasi Plug and Play, direkt mit dem Kundendaten verbinden über zum Beispiel Azure, also eine Cloud, und dann ist es für die Entwickler direkt nutzbar, ist aber nicht einsehbar. Das ist die Cloud-Lösung von Microsoft, die du gerade erwähnt hast. Genau, ne? Richtig. Azure gehört zu Microsoft. Google hat auch eine eigene Cloud-Sparte. Genau, und dort werden eben auch zahlreiche Modelle angeboten. Ihr habt das vorhin auch, wir haben im Vorgespräch, habt ihr das als Steckdosenlösung, glaube ich, bezeichnet. Das fand ich ganz praktisch. Genau, Luis hat gerade Plug-and-Play gesagt, aber ja, man könnte auch sagen, wie es kommt aus der Steckdose, genau. Mhm. Weil eben diese Unternehmen, da sind wir ja vielleicht auch schon bei der nächsten Frage, das sind ja, also an wen richten sich diese Modelle? Hauptsächlich an Unternehmenskunden. Was wissen wir über die, welche Kunden sind das? Also es sind vor allem, also genau, Unternehmen, große Unternehmen oder kann auch der kleine Mobilfunkanbieter von nebenan sein. Es kann ein Online-Händler sein. Genau, es ist wirklich von jeder Größe. Mistrals Kunden sind eher kleinere Unternehmen, eben die auch Chatbot-Lösungen oder ähnliches anwenden wollen. Bei Aleph Alpha ist es so, sie haben sich nochmal mehr spezialisiert auf größere Kunden, die besonderen Wert auf Datensicherheit legen und eben vor allem auf Organisationen und Behörden. Das heißt, dass Aleph Alphas Modelle besonders gut geeignet sind, um in Behörden eingesetzt zu werden. Also besonders sicher sind, weil sie eben on-premise laufen können. Also was heißt das? Genau, das wollte ich gerade erklären. Also on-premise heißt, dass es eben auf der Hardware des Unternehmens läuft, beziehungsweise auch auf Aleph Alphas Infrastruktur laufen kann. Dafür können dann Unternehmen eine Miete zahlen. Es wird also nicht in eine Cloud von einem amerikanischen Anbieter hochgeladen, sondern es bleibt alles in Deutschland. Die Daten bleiben in Deutschland, können entweder direkt beim Unternehmen eben die Modelle und die Daten verarbeitet werden oder eben auf der Infrastruktur von Aleph Alpha, aber es muss kein amerikanischer Tech-Konzern eingreifen oder seine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Genau. Und das ist natürlich eben ein Selling Point oder ein Verkaufsmerkmal, das eben viele Unternehmen reizt und vor allem für Behörden unbedingt wichtig ist, weil die Daten eben nicht ins Ausland geben dürfen. Ihr habt ja in eurem Check eigentlich evaluiert, dass Mistral momentan in der Technik her besser ist, sagen wir mal. Was kann denn Mistral besser als Aleph Alpha? Genau, also Mistrals Modell, Mistral Large, ist neuer. Wir haben ja schon gesagt, gerade 2 Wochen alt. Es ist auf einem leistungsstärkeren Standard, wenn man jetzt die reinen Benchmarks anguckt. Also es gibt eine Liste von Merkmalen, an der Unternehmen und Entwickler vergleichen können, wie gut ist ein Modell in unterschiedlichen Bereichen. Das ist Coding, das ist Textverständnis, das ist Mathematik. Und da hat Mistral Large eben sehr gut abgeschnitten und in einigen eben, wie du eben erwähnt hast, auch besser als OpenAI zum Beispiel, GPT-4. Und besonders gut ist Mistral eben darin,
lange Texte zu verstehen. Also mehrere hundert Seiten Text kann Mistral Large verstehen und analysieren. Also verstehen, wie es eben Entwickler sagen. Es ist ja kein Verständnis, aber eben die Wörter verarbeiten und eben dann Text daraus generieren und dir eben auch aufzeigen. Auf Seite 85 steht etwas von Pizzen. Im anderen Text geht es aber um Blumen, das passt nicht zusammen. Bei OpenAI ist es eben so, dass die Erfahrungswerte gezeigt haben, dass nach mehreren Seiten, also sag ich mal 3 bis 4, der Chatbot anfängt zu halluzinieren und den Text nicht mehr zu verstehen. Er weiß eigentlich gar nicht mehr, was er nach den Seiten gelesen hat, verstanden hat. Und genau, da ist Mistral vor allem stark drin. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim Handelsblatt. Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenendteams. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende. Mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com/Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, was dann natürlich der Vorteil von Aleph Alpha ist. Aber warum sollte man dann überhaupt noch dieses deutsche Modell verwenden? Ist das dann nicht schon überholt? Also ich würde sagen, wenn man jetzt nächste Woche einen Chatbot braucht für sein Unternehmen oder auch in 2 oder 3 Wochen, dann wäre, wenn man sich jetzt unbedingt für ein europäisches Modell entscheiden möchte, Mistral die richtige Wahl. Weil, wie Luisa gerade schon gesagt hat, das Sprachverständnis ist sehr gut und es kann auch besser Texte generieren. Aleph Alphas Modell, 2,5 Jahre alt, da sieht man dann oft noch die Textbausteine. Es gibt aber Dinge, die kann wirklich nur das Modell von Aleph Alpha. Und dazu gehört eine Funktion, die ja ist sozusagen die Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit. Also das Modell sagt, woher habe ich meine Informationen? Wenn ich zum Beispiel, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, ich suche eine Reisekostenrichtlinie im Unternehmen, möchte vielleicht wissen, kann ich diese Reise über das Unternehmen abrechnen? So, dann würde mir das Modell von Aleph Alpha ausspucken, wo gibt es dazu Informationen? Es würde mir eine kurze Antwort generieren und dann sagen, diese Antwort, die ich dir gegeben hat, stimmt zu 80% überein mit diesem Dokument. Ich habe ein Dokument aber auch gefunden, in dem Widersprüche drin stehen, in dem vielleicht steht, unter den und den Bedingungen und so weiter können Sie das nicht machen, und verweist dann darauf. Und dann habe ich, wenn ich natürlich da nur Dokumente sehe und alle stimmen zu, muss ich da nicht mehr reingucken. Wenn ich sehe, das Modell ist sich offenbar nicht so ganz sicher, es gibt Widersprüche, dann klicke ich natürlich gleich die Widersprüche an und schaue mir das an. So, das heißt, das ist ganz, ganz wichtig für ja jeden Anwendungsfall, wo Menschen nochmal drauf gucken müssen, wo auf gar keinen Fall Fehler passieren dürfen und wo schnell jemand drauf gucken können muss und sagen können muss, aha, okay, das spricht dagegen, also machen wir es nicht so, oder ich habe mir die Widersprüche angeguckt, ist in meinem Fall nicht relevant. Und das, diese Erklärbarkeit oder Nachvollziehbarkeit, kann gerade nur Luminous von Aleph Alpha. Genau, das ist sicherlich eins der wichtigsten Features, womit Aleph Alpha auch viel Werbung macht, ist ein sogenanntes Inference Layer. Da geht es darum, dass man mit eigenen Daten das Modell nochmal anreichert, adaptiert. Also wenn ich als Unternehmen das Luminous-Modell nutze, dass ich meine eigenen Daten einspeisen kann. Das muss man sagen, machen andere auch. Womit Aleph Alpha wirbt, ist, dass man diesen Layer auch mitnehmen kann, wenn dann ein neueres, aktuelles Modell kommt. Was übrigens, das heißt es jetzt schon überall in der Industrie, wir haben uns jetzt auch so ein bisschen umgehört, es gibt einige Kunden von Aleph Alpha, die schon ein neues Modell testen, das auch deutlich besser sein soll. Wir können jetzt keine seriösen Aussagen dazu treffen, wie gut es dann wirklich sein wird. Manche sagen, das wird reichen zum Aufschließen, aber nicht zum Überholen. Übrigens eine super spannende Debatte. Wie weit geht eigentlich dieses Rennen noch? Wie lang können die Unternehmen da weiter konkurrieren und wirklich sagen, ja, dieses Modell ist noch besser, irgendwann ist es vielleicht auch völlig egal oder dann ist eine Modell für das besser und das andere für jenes. Und deswegen muss man auch sagen, ist Aleph Alpha da so ein bisschen aus diesem Rennen gerade ausgestiegen und sagt, das ist einfach gerade nicht Priorität. Wir fokussieren uns auf diese Zusatzfunktionen. Und da muss man jetzt, glaube ich, als Kunde auch einfach entscheiden, ich habe eben gerade schon gesagt, braucht man das jetzt sofort oder entwickelt man eine langfristige Strategie und will dann gucken, wie man auch verschiedene Modelle einbindet. Wahrscheinlich ist die Antwort am Ende, welches das bessere Modell,
gar nicht das eine oder das andere, sondern es kommt eben drauf an. Wie immer und je nachdem, welche Bedürfnisse man hat. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, es gibt natürlich nicht nur europäische Modelle, sondern wir haben ja auch die großen internationalen Wettbewerber. Unter anderem, ne, alle kennen wir ChatGPT von OpenAI, aber jetzt gibt es ja auch einen neuen nochmal aus den USA. Anthropic hat gerade sein Chatbot Claude 3 vorgestellt. Der soll ja unter anderem auch besser sein als ChatGPT. Warum habt ihr euch jetzt in eurer Analyse auf die europäischen Wettbewerber fokussiert? Es ist eben so, dass vor allem die Frage der Souveränität natürlich viele Entwickler in Deutschland umtreibt und auch die Politik. Das hat man in den Diskussionen auch in den vergangenen Wochen enorm gesehen oder auch Monaten auch bei den Diskussionen rund um den AI Act, die KI-Gesetzgebung in Europa. Aber genau, wie du gerade schon sagtest, auch Claude ist ein neues Modell. Also es gibt Alternativen. Besonders in der, ja, in der Öffentlichkeit werden natürlich immer die Modelle von OpenAI wie eben GPT-4 oder GPT-3.5 diskutiert oder eben die Modelle rund um Google, Gemini, Gemma. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Modelle, die GPT-4 derzeit übertreffen in gewissen Merkmalen oder eben nah dran kommen. Und Claude ist jetzt eben das erste Modell, Claude 3, das es geschafft hat, in allen Merkmalen, Vergleichsmerkmalen, die eben Entwickler ranziehen, um zu prüfen, wie gut, wie leistungsstark ist ein Modell, war eben Claude das erste Modell, das alle Benchmarks von GPT-4 übertroffen hat. Und das hat schon für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Und dahinter fallen dann doch die deutschen bzw. die europäischen Modelle wieder etwas ab. Da ist dann selbst Mistral nicht ganz so leistungsstark gerade wie Claude 3. Interessanterweise werden diese Tests übrigens immer auf Englisch durchgeführt. Und die Modelle von Aleph Alpha und Mistral werden auf verschiedenen europäischen Sprachen direkt trainiert. Das heißt, auf Englisch ist es sehr, sehr gut. Auf Deutsch ist es auch noch sehr, sehr gut, was man so von OpenAI bekommt. Aber man muss immer wissen, dass im Hintergrund alles, was ich auf Deutsch eingebe, auf Englisch übersetzt wird, auf Englisch beantwortet wird und dann zurück übersetzt wird. Und da passieren natürlich mehr Fehler. Also wenn man zum Beispiel ein Gedicht schreiben möchte, dann merkt man diesen Qualitätsunterschied sofort. Auf Englisch gibt's da Reime, das passt rhythmisch zusammen und auf Deutsch denkt man manchmal, naja, das ist jetzt ein Text, aber ein Gedicht ist es wirklich nicht. Apropos Text, du hast ja auch gerade einen sehr langen Text, ein Buch über das ganze Thema KI geschrieben. Das kommt heute raus, am 11. März. Worum geht's denn da? Und geht's da auch um ja Mistral und Aleph Alpha? Ja, tatsächlich. Inside KI ist heute erschienen. Das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Stefan Scheuer geschrieben, der für uns ja Korrespondent im Silicon Valley ist. Und es geht darum, dass wir ja in unserer täglichen Arbeit die Pioniere treffen dieser Technologie. Und wir der Überzeugung sind, dass man diese Menschen auch kennenlernen und verstehen lernen muss, um zu begreifen, was da wirklich auf uns zukommt. Und im Buch deklinieren wir bestimmte Lebensbereiche durch, die sich durch künstliche Intelligenz verändern werden und zeigen dann eben jeweils ja große führende Köpfe auf, die da Pläne haben, die Unternehmen gegründet haben in dem Bereich, mit ihrer Technologie am weitesten sind und wie sie sich die Zukunft eben zum Beispiel in der Bildung vorstellen oder auch im Verwaltungsapparat. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir uns den Jonas Androulis von Aleph Alpha nochmal genau vorgenommen haben und gezeigt haben, wie lenkt er eigentlich sein Unternehmen, wie trifft er strategische Entscheidungen und ja, warum hat der sich so sehr in den Kopf gesetzt, ausgerechnet die Behörden mit KI zu verändern? Denn man weiß ja eigentlich, das ist ein sehr träger Bereich und nicht unbedingt einer, der sofort durch die Decke geht. Und genau solche Geschichten schauen wir uns eben an. ChatGPT, OpenAI ist eben auch schon gefallen. Wir haben Sam Altman getroffen, konkret für das Buch hat Stefan Scheuer auch ein Interview mit ihm geführt. Also all diese Menschen lernt man in unserem Buch kennen. Spannend. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt noch die Typen hinter diesen neuen KI-Modellen kennenlernen wollen, die Brains dahinter, dann lesen Sie jetzt das neue Buch von Larissa Holzki und Stefan Scheuer, Inside KI. Und ja, an euch vielen Dank, Luisa und Larissa, dass ihr hier wart. Danke für eure Zeit. Ciao, Solveig. Danke. So, und wie am Anfang versprochen, habe ich jetzt noch was für Sie. Sie können nämlich was gewinnen. Am Freitag feiern wir bei Handelsblatt Today ein kleines Jubiläum. Wir veröffentlichen nämlich unsere 1000. Folge und da hätten wir Sie gerne dabei. Wir wollen wissen, wann, wo und wie hören Sie am liebsten Today? Im Urlaub, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn? Oder gibt es vielleicht was anderes, was Sie schon immer mal loswerden wollten?
Schicken Sie uns eine Text- oder am liebsten eine Sprachnachricht per WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer packe ich Ihnen in die Shownotes. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir nicht nur 10 Handelsblatt-Kaffeetassen, sondern auch einen Redaktionsbesuch bei uns. Die 10 Gewinner können uns, die Hosts von Handelsblatt Today, kennenlernen und erfahren, wie wir Journalisten arbeiten. Da werden wir uns dann auch ganz viel Zeit für Sie nehmen und Ihre Fragen beantworten. Wir freuen uns auf ganz viele Einsendungen. Ja, und liebe Hörer und Hörer, das war's jetzt für heute. Ich habe jetzt mal nicht ChatGPT gebeten, mir eine Abmoderation zu schreiben. Ganz überzeugt war ich von dem Ergebnis vorhin dann doch nicht. Lieber schreibe ich noch meine eigenen Texte. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Start in die neue Woche und mehr Talent beim Schreiben der Prompts für die KI. Redaktionsschluss für diese Episode war 16 Uhr. Produzent dieser Folge ist Christian Heinemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Today-Folge. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.